Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Wild Arms. Wir sind in der letzten Folge hier in diesem Drei-Säulen-Dungeon angekommen, so heißt dieser Turm, und haben relativ früh mitgeteilt bekommen, dass jeder Charakter hier einzeln seine Herausforderung lösen muss. Und sind beim letzten Mal mit Rudy im Grunde genommen durch seinen Anteil dieses Rätselturms oder wie auch immer man den nennen möchte, Prüfungsturm trifft es wahrscheinlich besser, sind wir durchgekommen. Ich frage mich gerade, ob diese Wand da oben, ob ich die in der letzten Folge nicht hätte wegbomben können. Also nur so eine Idee. Ich meine nämlich, ich habe das letztes Mal gar nicht probiert. Aber ist ja auch Wurst. Wir starten heute mit Cecilia, weil ich bei ihr die größten Befürchtungen habe, dass die Kämpfe problematisch werden könnten. Einmal wegen dem MP-Haushalt, aber auch weil das Analysieren der Gegner, wo sind deren Schwachpunkte und so, das ist halt immer ein bisschen schwieriger, finde ich, als bei klassischen physischen Angreifern, sage ich mal. Und achso, das sind die gleichen Gegner, das ist interessant. Das ist interessant, weil Rudy hat zum Beispiel diesen Fraulos oder Fraulos, kann man das auch eventuell so in Anlehnung an Fraud eventuell, vielleicht, dass die beiden Wörter so ein bisschen miteinander kombiniert sind, ich weiß es nicht. Die Frage, wie ich jetzt hiermit am besten verfahre, die umtreibt mich. Ich könnte jetzt natürlich alle anzaubern, ich könnte aber auch einmal versuchen, ich werde jetzt wahrscheinlich richtig viel Damage einstecken. Bin aber auch fest davon ausgegangen, dass die Gegner hier andere werden würden. Ich weiß nicht, wie sich das die Entwickler gedacht haben, aber das könnte unbequem werden. Mal gucken. Also wenn ich für einen Charakter hier irgendwie Heilmittelchen brauche, dann wird es Cecilia sein, wobei sie ja auch zaubern kann. Aber ja, das tut weh. Das tut erfahrungsgemäß tut das weh. Oder erwartungsgemäß. Ach so, guck mal. Das geht auf alle. Das ist ja geil. Habe ich das jemals in dem Let's Play festgestellt? Also wenn das jetzt noch ordentlich Damage hier raushaut, dann ist das umso besser. Ich habe doch die ganze Zeit immer wieder davon geredet, dass ich gerne einen Zauber hätte, der auch mehrere Gegnergruppen trifft. Dabei habe ich den schon. Und das nicht erst seit gestern. Boah, ist ja schlecht. Das ist echt schlecht. Okay, also das wird hier nicht meine Waffe gegen diese Gegner sein. So viel steht leider mal fest. Ich könnte jetzt auf Analyse gehen. Holy shit, war Waffe heiligen. Okay. Wahrscheinlich auch sinnvoll, aber dauert mir irgendwie zu lange. Boah, Kinders, was machen wir? Ich werde jetzt einmal einen... Ganz ehrlich, der wird doch gleich hinüber sein, oder? Auf den kloppe ich jetzt ein. Ich muss mich jetzt so ein bisschen von Kampf zu Kampf vortasten. Ich wusste, dass Cecilia die anstrengendste sein wird von allen. Aber nichts, was man nicht irgendwie lösen könnte. Gegenangriff ist gut. Ich würde trotzdem... Nein, ich würde einmal noch Analyse auf den casten. Boah, wie ich jetzt einfach null schlauer bin im Vergleich zum letzten Kampf. Aber naja, ich würde halt, bevor ich Analyse einsetze, gerne zumindest die Gegnermenge auf 1 reduzieren. So, wenn ihr versteht, was ich meine. Damit ich dann nicht in der Runde noch zweimal irgendwie Schläge kassieren muss. Einmal tut schon doll genug weh. Ich glaube, Cecilia würde mir beipflichten. Gucken wir mal, wer jetzt kommt. Ja, ich glaube, das werden hier die Jackpot-Gegner sein. Ich werde jetzt für die erste Runde einmal in den sauren Apfel beißen, um zu gucken, was die für eine Schwäche mitbringen. Und hoffe, dass mir der Analysezauber darauf auch eine Antwort geben wird. Gildam. Level 26 war das, glaube ich. Schwäche Feuer. Okay, nice. Ich weiß gerade gar nicht, ob mein Feuerzauber auf eine ganze Gegnergruppe auch geht. Aber das hier... Boah, ich könnte sogar theoretisch drüber nachdenken. Oh, das geht nur auf einen. Ernsthaft? Kann ich das nicht irgendwie... Nein, ich kann das leider nicht verteilen. Oh. Okay, Cecilia, ich hoffe gerade sehr, dass dein Gebiet jetzt nicht allzu lange dauert. Ich muss mich eigentlich auch heilen. Ich hoffe mal, dass einer jetzt... drauf geht mit Feuerzaubern. Der sieht voll hübsch aus. Den haben wir voll lange nicht mehr gesehen, ne?
Wird eigentlich mal wieder Zeit, aber... Na gut, trotzdem sind das hier die besseren Gegner. Ihh, was kannst du denn? Beim letzten Mal hast du damit aber nicht um dich gehauen. Okay. Na gut, alles klar. Aber ich habe noch Blast. Warte mal, war Blast nicht auch irgendwie Feuer? Eventuell probiere ich das im nächsten Kampf mal aus. Weil selbst wenn es kein Feuer sein sollte, vielleicht habe ich ja Glück und es reicht trotzdem, um die Gegner irgendwie zu finishen. Müssen wir da mal gucken. Ah, Cecilia steht, glaube ich, auch kurz vor ihrem nächsten Level ab. Weil bei Rudy hat das auch nicht so lange gedauert und die sind, glaube ich, alle relativ nah beieinander. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich Madamechen hier ein bisschen aufgepäppelt kriege, denn es geht ihr nicht gut, wie man unschwer erkennen kann. Aber sie wird das schon irgendwie schaffen. Sie ist ja ein starkes Mädel, nicht wahr? Hat schon viel, viel größere Herausforderungen meistern müssen, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber das ist schon nicht ohne. Es sei denn, es gibt irgendwie eine richtig kluge und gute Strategie, die mir hier gerade nicht einfallen will, die das Ganze entsprechend vereinfachen würde. Aber naja, vielleicht kommt mir ja noch irgendein Geistesblitz oder so. Das hier ist schon wieder so eine irreführende Sackgasse. Wo ich immer noch irgendwie Angst habe, dass wenn man bis dahin durchläuft, dass es vielleicht irgendwas Schönes geben könnte, aber naja, große Explosionsgruppe. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann werde ich ein schweres Leben haben in diesem Kampf. Ja, okay, Explosion ist nicht gleich Flame. Das ist schlecht, aber egal. Probieren geht über Studieren. Es hätte ja theoretisch auch klappen können. Die Frage ist jetzt nochmal, Blast, sind sie dann hinüber? Was kostet das Ding überhaupt? Achte. Okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Es wird bestimmt nicht klappen und dann habe ich hier unnötigerweise dreimal, oder? Einer ist immer hinweg. Damit kann ich leben, das ist okay. Und schon wieder vergiftet er mich. Aber bei ihr ist es mir lieber, wenn sie vergiftet wird, als wenn sie jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, wie viel Damage frisst. Insofern ist das schon okay. Na gut. Aber ich werde dann, glaube ich, die Experimente bei diesen Viechern hier auch lassen. Also beim nächsten Mal flame ich die quasi zu Tode und dann ist das einfach der schnellste Weg. Und alle sind glücklich und zufrieden bis ans Ende ihres Lebens. Das ist der Plan. War das jetzt zu theatralisch? Ein kleines bisschen vielleicht, ne? Aber wir werden es alle überleben. Warte mal, was hat sie denn eigentlich alles? Sie kann mit Tieren sprechen und sie hat den Ursprungszauber. Den ich immer noch von der Bezeichnung her an Lufia sehr stark anlehne. Aber das ist, da weiß ich wenigstens selber, was ich damit meine. Das war eine falsche Route. Bitte Schleimis. Die anderen nerven so. Nein. Warum? Aber vielleicht ist es hier tatsächlich so, dass sie alle irgendwie kein Feuer mögen. Dann wird das jetzt hier meine Vorgehensweise. Also wenn jetzt beide jeweils One-Hit sind, auch durch einen Feuerzauber, dann werde ich jetzt hier in diesem Gebiet, solange ich mit ihr alleine unterwegs bin, nichts anderes mehr einsetzen außer Feuer. Und wenn das jetzt nicht klappen sollte, dann muss ich weiter forschen und andere Sachen noch ausprobieren. Mann... Ich wollte mir aber auch mal seine Schwächen irgendwie angucken, ne? Aber dann muss der andere erstmal sterben. Also so ist jetzt meine Wunschlogik irgendwie. So, warte mal. Ich werde jetzt trotzdem mal versuchen, auch auf den... Ich weiß nicht, was jetzt hier am klügsten ist. Warte. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich werde den jetzt einmal hauen. Ich habe so viele Heilmittel. Es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund, sich jetzt hier wegen irgendwas Sorgen zu machen. Ist er jetzt tot? Ja, super. Hätte ich auf den anderen jetzt Analyse machen können, aber egal. Der stirbt ja jetzt nicht, oder? Ich dachte gerade, der hat so ein komisches Geräusch von sich gegeben, aber jetzt stirbt er. Okay. Das Spiel will scheinbar nicht, dass ich hier irgendwas in diesem Kampf analysiere, aber dann soll das halt so sein. Wo bleibt ihr Level ab? Jeder muss für sein Gebiet mindestens ein Level abkriegen. Und wenn ich jetzt hier noch X-Runden mit Cecilia drehen muss, warum ist hier so ein kleiner Mini-Teppich oder so ein komischer Boden? Ist das ein Zeichen dafür, dass hier irgendwas ist? Hä? Seht ihr das? Bin ich die Einzige, die sich von sowas irgendwie ablenken und irritieren lässt? Wahrscheinlich. Aber das sieht so auffällig aus. Oh, guck mal, hier haben wir zweimal den gleichen Gegner. Das ist sehr gut.
Das heißt, ich werde jetzt einmal erstmal den hier aus dem Weg räumen. Und dann hoffe ich, weil nach zwei Schlägen ist der ja platt. Ja, 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 jetzt kommt das schon wieder. Ich krieg jedes Mal Hunger, wenn ich diese Attacke sehe. Ich weiß, das ist schlimm. Aber das ist ganz schön viel Damage. Das ist ganz schön viel. Gott sei Dank hat das bei dem zweiten jetzt gerade nicht geklappt. Kannst du bitte einmal sterben? Du bist mir hier gerade etwas zu unbequem. Und das ist noch sehr... Der hat das überlebt, seriously. Oh Mann, ey. Was für Rotze-Gegner. Weil die Gegner eigentlich gar nicht so schlimm sind. Das nervt einfach nur. Ich will einfach... Ich mach den jetzt platt. Und ich möchte diesen Kampf nicht verlassen, ohne analysiert zu haben, was der für einen Schwachpunkt hat. Ihr habt das selber gesehen. Sie hatte in den letzten Kämpfen, wo ich das probieren wollte, immer mit ihren Gegenangriffen irgendwie alles kaputt gemacht. Meinen ganzen Plan zerstört. So, Analyse. Jetzt aber. Komm, sag mir das Element, mit dem ich dich in Zukunft irgendwie wegklatschen kann. Und dann haben wir hier auch keinen Stress mehr miteinander. Level 16. Oh, nur 400 hat er. Ja, aber warum? Ach, der hat eine Heiligschwäche. Na super. Ich glaube, ich kann meine Waffe heilig machen. Aber habe ich auch einen Heiligzauber? Ich würde mal sagen, nicht. Oder ist es das hier? Das ist geistiger Angriff. Aber ist das ein Untoter? Kann ich eventuell mit Wiederbeleben den vielleicht quasi beschädigen? Boah, ey, das ist dann pro Kampf ein zusätzlicher Zug. Ich finde, das ist irgendwie ganz schön viel Aufwand. Ich versuche dir mal, warte mal, wenn ich jetzt Revive nehme, das kann ich nicht auf den Gegner nehmen. Ich glaube, ich habe das schon mal probiert. Heal geht auch nicht, es sei denn, ich habe jetzt irgendwie eine Taste nicht gefunden. Warte, Schultertaste? Nö, geht auch nicht. Ich versuch's mal mit Freeze. Ich versuche jetzt ein paar Zauber durch. Es muss doch irgendein Zauber in ihrem Portfolio geben, mit dem sie über 400 Schaden macht. Ey, das gibt's doch nicht. Warum ist sie denn so schwach? Ich habe jetzt keine Lust, jedes Mal für diese Viecher meine Waffe zu verzaubern. Das dauert mir zu lange. Ich bin ungeduldig. Ich habe diese Zeit einfach nicht. Obwohl, die Zeit habe ich schon, aber die Geduld habe ich nicht. Und ihr Level-Up lässt auch ganz schön lange auf sich warten. Boah, bin ich froh, wenn wir wieder mit Jack hier weitermachen können. So, einmal bitte Heilung für dich. Und ja, wahrscheinlich werde ich die Waffe am Ende... Ach, guck mal, ich bin schon da. Ich bin schon da. Das ist der Raum. Das ist der Raum aus meinem Traum, mit dem das Ganze hier hoffentlich sein Ende findet. Munition, okay. Kann sie herzlich wenig gebrauchen, aber warum geht das jetzt hier noch weiter? Warum geht das jetzt hier noch weiter? Ich wollte, dass das das Ende ist. Und was ist? Nichts. Nichts. Okay, also, Waffe verfluchen. Nein, wo ist mein Holy Shit? Guck mal, aber dann können wir wenigstens den coolsten Zauber aller Zeiten, zumindest rein vom Namen her, auch mal in live betrachten und bestaunen. Cecilias Lichtkraft verstärkt. Hä? Habe ich das jetzt falsch verstanden oder ist die Ingame-Beschreibung komisch? Ich will nicht, dass meine Lichtkraft verstärkt wird. Ich will, dass meine Waffe geheiligt wird, denn so stand das im Text. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also wenn meine Interpretation richtig ist, dann müsste ich jetzt außerordentlich viel Schaden machen. Ja gut, bei einem Crit kann ich das schwer erkennen. Ich hatte aber keinen Lichteffekt gerade drauf, oder? Ich glaube, das wäre ansonsten vierstellig gewesen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der eine Schwäche dafür hat. Vielleicht habe ich ja Glück und der mag auch meine Heiligangriffe nicht. Die ich wahrscheinlich gar nicht habe, aber ich blicke da wie gesagt immer noch nicht so ganz durch. Ne, die macht bei dem normalen Schaden. Bei dem habe ich aber auch noch keinmal Analyse probiert. Boah, ey, ist das hier ein Kuddelmuddel. Aber das Allerschlimmste ist, dass es hier noch einen Weg gibt. Ich dachte, ich bin jetzt am Ziel meiner Träume. Was ist das denn für ein komischer Raum? Da komme ich hin. Okay. Hätte ich mich jetzt da vielleicht doch noch ein bisschen umgucken sollen? In dem Raum davor. Das war wahrscheinlich doch nicht das Ende. Ich muss jetzt leider noch mal ganz kurz gucken. Ich werde jetzt aus den nächsten Kämpfen werde ich jetzt fliehen. Oder ich schneide euch raus. Ich schneide euch raus. Neuer Gegner. Okay, jetzt bin ich endgültig verwirrt.
Ich habe gerade die ganz blöde Befürchtung, dass ich hier eventuell noch gar nicht sein sollte. Soll ich flüchten oder soll ich es probieren? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der mich jetzt zerfetzen wird. Ich probiere jetzt mal das hier. Oh Gott, ich kann jetzt gar nicht hingucken. Ich will das nicht alles nochmal machen. Bitte sei empfindlich gegen Geistzufall. Bitte. Bitte sterbt einfach. Hä? Warum ist der Schaden so unterschiedlich? Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Das war jetzt bei dem einen vielleicht ein kritischer Treffer dran und beim anderen nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich über diesen Raum jetzt hier wahrscheinlich nicht hinausgehen werde. Weil ich habe jetzt über den Schalter die Tür da links geöffnet. Boah, 3000. Da hat sie wenigstens ihr Level ab. Das ist gut. Ich wette, irgendein anderer Charakter wird über diesen Weg dadurch hier reinkommen. Und dann vermischen die sich alle wieder und dann sind diese Gegner auch nicht mehr so krass. Aber ich freue mich, dass das mit dem Level-Up jetzt hier geklappt hat. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, ob meine Theorie überhaupt stimmte und ob das im vorigen Raum wirklich diese Bodenplatte war, wo ich Rudy auch beim letzten Mal geparkt hatte. Ja, guck mal, das sieht gut aus. Alles klar. Dann ruhe ich mich jetzt hier erstmal aus. Ich fühle mich nicht zu 100% wohl damit, weil ich hätte mit ihr noch weiterlaufen können. Aber ich mache das jetzt trotzdem mal so. Mit Jack sollte das hoffentlich sehr entspannt sein. Ich frage mich halt auch gerade, nicht, dass ich mit Jack hätte in Rudys Abschnitt reinlaufen müssen, weil dort ja dieses Peitschending war, dieses Hakending. Wisst ihr, was ich meine? Wo ich am Ende dann nicht mehr weiterkam. Aber die Teleporter waren auch gerade, ihr habt es vielleicht gesehen, die waren auch inaktiv, ne? Also ich konnte jetzt nur noch den obersten tatsächlich nehmen. Na gut, wir werden mal gucken. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit Cecilia angefangen habe, weil ich glaube, dass die Gegner hier mit ihm relativ unproblematisch sein sollten. Vorausgesetzt, er trifft und, warum kriegt ausgerechnet mein stärkster Angreifer jetzt den Einzelgegner serviert? Habe ich irgendwas verpasst? Jack, reicht ein normaler Schlag? Ich meine, zum Probieren ist das eigentlich ganz, ganz gut. Ein Schlag reicht leider nicht. Das ist interessant. Ich weiß jetzt gerade nämlich nicht, ob ich meine ganzen Skills hierfür einsetzen möchte. Warum nicht bei Cecilia ein Einzelner? Das wäre mal cool gewesen. Aber nein. Die Dame des Hauses bekommt schon wieder die schwersten Gegnerkombinationen vorgesetzt. Ja, okay, Rudy hat es auch nicht so einfach gehabt, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. So, muss ich jetzt einmal nach oben? Ich bin sehr gespannt, wenn alle diesen Raum da erreicht haben mit diesen blauen Bodenplatten, ob der Ort dann an sich abgeschlossen ist oder ob das noch weitergeht. Weil ein bisschen weitergehen wird es, denke ich mal, weil man ja auch übergreifend... Warum hat der die einzelnen Gegner... Ich check das nicht. Ist der obere Teleporter jetzt so ein bisschen der Jackpot-Teleporter gewesen oder was? Hier hätte ich wahrscheinlich Cecilia hinschicken müssen, ne? Super, ey. Jetzt hat meine stärkste Kampfsau hat jetzt hier die schlechtesten Chancen, irgendwie Level-Ups zu generieren. Was aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Okay, was auch mal dieser mittlere Weg da gerade für einen Sinn hatte. Aber das habe ich mich ja auch bei den anderen teilweise schon gefragt in einigen Räumen. Deswegen hinterfragen wir das nicht. Gehen wir einfach weiter und gucken mal. Sag mal, kann es sein, dass das irgendwie Buchstaben sind? Das sah nämlich gerade so ein bisschen E-förmig aus. Darauf habe ich noch nie geachtet. Ich werde das mal versuchen. Ich weiß, komische Verschwörungstheorien und so. Aber manchmal, wenn ich zu viel Zeit zum Nachdenken habe... dann stelle ich komische Theorien auf. Wir können das ja jetzt relativ schnell eventuell bestätigen oder widerlegen. Oder sind das vielleicht die Zahlen der Stockwerke? Könnte das eventuell... Also, naja, okay, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Das E sagt uns nicht viel, es sei denn, das ist eine gespiegelte 3. Und das hier wird wahrscheinlich auch kein Buchstabe sein. Okay, vergesst meine Aussage. Es sei denn, das ist so ein umgekipptes T. Aber, nee, ich glaube...
Ich glaube, meine Theorie ist hinfällig. Wir haben nie darüber gesprochen. Ich habe nie etwas gesagt. Oder man muss die Räume links und rechts so ein bisschen zusammenpacken. Aber nee, das haut auch nicht hin. Hätte auch im letzten Raum nicht hingehauen. Oh, das ist so mega langweilig gerade, ne? Ich weiß, ich bin nur am Meckern. Bei Cecilia ist mir alles zu schwer. Hier ist mir alles zu leicht. Aber ich hätte mir bei ihm halt, ja, die klassischen Gegnergruppen gewünscht und ja, dafür muss Jack dann vielleicht den einen oder anderen Kampf mehr bestreiten. Denn auch bei ihm will ich das Level up haben. Was? Er ist jetzt schon da? Jetzt bin ich ja mal verwirrt. Okay. Ah. Ja. Nein, vielleicht. Moment. Da, wo Cecilia jetzt steht, muss eigentlich Jack stehen. Die Frage ist, es wird bestimmt auf der rechten Route, da wo ich mit Cecilia abgebrochen habe, auch irgendein Charakter benötigt. Ich weiß aber jetzt aktuell noch nicht, welcher das ist. Und ich habe hier jetzt auch noch einen Weg. Ich gehe den mal ein bisschen weiter und gehe dann am Ende so ein bisschen nach Ausschlussprinzip. Weil am Ende wird wahrscheinlich für jeden Charakter eine Route vorgesehen sein. Und ich hoffe, dass die Route, die ich jetzt hier mit Jack beschreite, dass das die Cecilia-Route sein wird. Und gehe aber irgendwie auch davon aus. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass das hier der Cecilia-Weg ist. Aber wir müssen mal gucken. Aber das heißt ja dann auch im Umkehrschluss, dass hier irgendein Tier oder sowas sein müsste, mit dem ich sprechen kann. Ja? Oder hier ist halt... Weil hier ist halt gar nichts und auf der dritten Ebene ist irgendwas, was eindeutig Ruby zuzuordnen ist. Wobei, ich habe gerade eine Zaubermöhre gefunden. Das spricht fast schon eher für Cecilia. Okay, was ist hier los? Hinter der Tür liegt der gültige Stein. Der gültige Steinriese. Tief im Innern der Erde wartet der Steinriese auf das blaue Herz. Ah ja, ich glaube, der wird hier noch relativ lange warten. Was ist das hier? Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Ich glaube, die Tür ist offen, ne? Die blauen Türen gehen beim Verschmelzen der drei Lichter auf. Die blauen Türen, Verschmelzen der drei Lichter. Wir hatten eine blaue Tür bisher im Eingangsbereich. Und da war das hier oben auch gerade eine blaue? Könnte sein, ne? Ich gehe mal eben ganz kurz noch gucken, was hier steht. Das goldene Raubtier enthält das Lied des blauen Herzens. Kann das denn, dass jede Steintafel irgendwie einen Hinweis auf einen der drei Routen gibt? Ich habe gerade so ein paar Fragen, die das Spiel mir wahrscheinlich nicht beantworten wird. So, gespeichert habe ich das Ding, was ich jetzt aber erstmal machen werde, bevor ich jetzt hier wieder lustig meine Charaktere vermische. Ich gucke mal, wie weit ich hier komme. Ein seltsames Gerät hat die Tür verschlossen, okay. Ich will nur gucken, wo hier meine Grenze ist. Das wird wahrscheinlich dieser Raum sein, wobei da ist ein Schalter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel mich hier zum Gebietsboss durchlassen wird, wenn ich nicht mit allen drei Charakteren hier angekommen bin. Oder es muss tatsächlich am Ende des Tages nur ein Charakter den Boss auch bezwingen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde erstmal gucken, dass ich mit Jack jetzt hier weiterkomme. Den Gegner werde ich dann in Zukunft mit Meteorsprung beackern. Dauert mir gerade zu lange. Ich habe eigentlich voll Bock auf dieses ganze Rumgerätsel hier. Mich nerven nur die Random Encounter. Das ist immer der Fall bei oder in Dungeons, die rätsellastig sind, weil es eigentlich ganz interessant hier alles, aber diese Unterbrechungen nerven halt hart. So, vor allen Dingen, weil das mit Cecilia auch so ein bisschen ätzend ist und ich bei ihr eigentlich möglichst vermeiden möchte, hier großartig rumzulaufen und Dinge zu suchen. Aber mal gucken. Momentan gibt es ja auch die Notwendigkeit nicht. So. Boah, ey, das ist jetzt ein totaler Luxus, den ich mir gönne. Und ich weiß, das ist völlig unverhältnismäßig, aber ganz ehrlich, der Zeitersparnis wegen mache ich das jetzt und notfalls reife ich mir eine Zaubermöhre rein. Glückwunsch, Jack! Da hat er den obligatorischen Levelaufstieg, der bei jedem mindestens einmal erfolgen muss. Das ist die Regel, die ich mir selber auferlegt habe. Ich
weiß nicht, ob das sinnvoll ist, jetzt hier weiterzugehen. Ich wünsche mir gerade so sehr, dass das Spiel mir jetzt eine Grenze aufzeigt und sagt, hier kommst du nicht weiter, bis du mit allen Charakteren irgendwie beisammen bist. Weil nicht, dass ich in dem Speicherraum vielleicht auch auf die anderen hätte warten können, weil die über andere Wege da auch hinkommen können. Ey, Satan, ich hab dich schon mal gedisst, ne? Willst du wirklich jetzt dir noch einen Diss abholen oder was soll das werden? Du weißt, dass ich nicht viel von dir halte. Aus genau diesem Grund. Ja, du verträgst nämlich nichts und dein Äußeres ist einem Satan nicht würdig. Und viel mehr sage ich dazu nicht. Ich habe mich schon genug über dich ausgelassen, ne? So, ich gehe jetzt trotzdem einfach durch in der Hoffnung, dass das Spiel mich irgendwann ausbremst. Und dieses Irgendwann ist dann wohl jetzt der Fall. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Boss. So, warte mal, was muss ich jetzt tun? Kann es sein, dass alle Charaktere irgendwie bei dem Ding hier stehen müssen und der dann quasi wieder erweckt wird? Das Ding ist nur, ich werde nicht drumherum kommen, mit Jack nochmal den ganzen Weg wieder zurückzulaufen, weil ich Jack auf der linken Seite brauche, weil er sich darüber ziehen muss. Aber was wir erstmal machen werden, ist mit Rudy zu gucken, was jetzt hier noch passiert, wenn ich diesen Weg weiter fortsetze. War das jetzt der? Nee, das war der rechte Weg. Weil hier habe ich in der... Nee, das war nicht in der letzten Folge. Das war doch hier und heute. Habe ich ja mit Cecilia vorhin kehrt gemacht. Und ich will einfach nur gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier weiterlaufe. Das waren zwei Fraulos. Eigentlich mit die harmloseste Kombination, könnte man fast sagen. So, und ab hier wird es jetzt interessant. Ich hoffe, dass der Weg jetzt nicht auch so weit ist wie bei Jack gerade eben, für den Fall, dass ich Rudy jetzt doch mal auch noch irgendwo anders hinbringen muss. Ich meine, vielleicht habe ich auch Glück und das hier ist seine richtige Route. Alter. Vier Gegner. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich davon halten soll, aber für mich ist das gerade ein ganz starker Indikator dafür, dass ich hier eigentlich mit drei Leuten hin sollte. Puh, okay. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich das einordnen soll. Also der wird jetzt einen wahnsinnigen Boost an Erfahrung bekommen. Und der kommt auch mit dieser Vierergruppe zurecht. Aber ich glaube, es ist nicht richtig, jetzt hier lang zu laufen. Aber ich würde gerne auch über diesen Weg meine Grenze vom Spiel aufgezeigt bekommen. Einfach damit ich alle Optionen irgendwie übereinander legen kann. Also hier durch seine Waffen ist das noch relativ entspannt. Ich werde gegebenenfalls seine Munition noch anzapfen, die im Inventar noch da ist. Also das sollte schon irgendwie hinhauen, denke ich. Aber was will dieser Ort jetzt von einem? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Zumal ich aus dem Startraum... Moment, ich kam über den Startraum auch gar nicht mehr in die anderen Gebiete. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob wenn ich jetzt mit meinen Leuten wieder zurücklaufe, ob ich dann da so ein bisschen tauschen kann. Aber müssen wir dann mal gucken. So, da ist ein Schalter. Ich würde jetzt eigentlich so gerne aus den Kämpfen flüchten, um hier schneller meine Antworten zu bekommen. Aber die lohnen sich halt, ne? Das Problem ist, dass ich jetzt hier mit Rudy, wo ich mit ihm unterwegs bin, nicht glaube, dass die Kämpfe leichter werden. Ja, wobei, das hier ist so ein bisschen Standard, das ist gut. Hey, er hat ein Level abbekommen. Nice Stein. Sehr gut. Und Balsam bekommen. Schön. Kann er sich seine müden Augen mit einreiben, wenn sie schon wieder, keine Ahnung, den Geist aufgeben wollen, weil wir hier nicht weiterkommen. Wobei, eigentlich kommen wir ja weiter. Aber es ist, finde ich, trotzdem schwierig, hier einen roten Faden zu erkennen. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech mit diesem Viererkampf und das bleibt eher die Ausnahme. Vielleicht hätte mich das bei Jack genauso treffen können und bin ihm einfach nur aus dem Weg gegangen durch Zufall. Aber guck mal, hier geht's jetzt weiter. Ja, so ist das. Ich muss sagen, ich bin gerade froh, dass ich mit Rudy jetzt hier unterwegs bin, weil ich glaube, dass das mit den anderen Charakteren deutlich größeres Problem gewesen wäre. Und jetzt stellt euch mal vor, weil eigentlich ist das hier die Cecilia-Route, ne? Wenn ich jetzt mit ihr hier lang gelaufen wäre, dann hätte ich einen
großes Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. Aber diese Gegner hier, diese Gruppe, die wird mir gleich richtig viele Erfahrungspunkte dalassen. Das motiviert mich gerade ein bisschen. Ja, kann sein, dass Rudy hier so ein bisschen überlevelt rausgeht. Aber ich weiß halt auch nicht, wie lange das jetzt hier alles braucht, um am Ende abgeschlossen zu sein. Meine große Angst ist, dass ich jetzt hier gerade alles irgendwie mit derart falsch zusammenreime, dass ich hier gar nicht rauskomme und mich das jetzt hier keine Ahnung, wie viele Parts noch beschäftigen wird. Aber wir gucken mal. Also ich finde diesen Dungeon nämlich relativ cool. Hab's halt natürlich wieder mit der ganzen Gruppe irgendwie zu reisen, aber das passt schon. Und irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass es auch nicht das letzte Mal sein wird. Guck mal, fast 4000 Erfahrungspunkte, ne? Also das ist schon eine Hausnummer. Warte mal, jetzt muss ich hier lang, oder? Immer nach oben? Ja, gucken Sie mal hier. So. Was sagt mir das jetzt? Ich muss Jack auf die linke Seite bringen. Ich weiß aber nicht, wie ich mit Jack wieder zurückkomme. Und ob ich mit Jack zurückkomme. Die Frage ist, ich werde aber nicht drum rumkommen, ihn zu bewegen, weil ich glaube, dass Cecilia dann in die Mitte muss. Und bevor ich jetzt versuche, mit Cecilia von A nach B zu kommen, werde ich das lieber einmal mit ihm versuchen. Und der Weg ist weit. Der Weg ist so weit. Ich wünschte mir, er wäre es... Obwohl, warte mal, hier komme ich relativ schnell wieder zurück. Guck mal, der ist... Im Grunde genommen ist der nur beim ersten Mal relativ weit. Aber hier geht das doch eigentlich ganz gut. Ich habe schon wieder vergessen, was auf der Tafel stand. War bestimmt ultra wichtig und super, hyper essentiell. Aber ich mache das jetzt the Nagoya way. Ja. Meine eigene Art und Weise. Aber hier waren nur die Einzelgegner, ja. Das sollte hinhauen. Ich werde die Kämpfe jetzt, glaube ich, rausschneiden. Den hier können wir uns nochmal geben. Ich weiß auch schon wieder gar nicht, was mit der Partlänge hier heute abgeht. Weil wieder alles so ein bisschen durcheinander ist wegen den ganzen Kämpfen, die ich hier rausschnibble. Aber eigentlich wäre es ganz gut, wenn es mir heute noch gelingen würde, alle drei Mannequins an die Statuen zu platzieren. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird zeitlich ein bisschen schwierig. So. Hier könnte ich jetzt nämlich tauschen. Ich hoffe, ich muss Rudy jetzt nicht wieder zurückbringen. Aber warte mal. Vielleicht habe ich es vorhin verkackt. Weil vielleicht hätte jeder hätte das über den Schalter aktivieren können. Ich habe es verkackt, aber ich glaube, ich habe gerade eine Erleuchtung, die vielleicht auch gar nicht so viel Zeit kosten wird. Warte mal, weil wir kommen ja hier über die Räume, kommen wir ja relativ schnell wieder zurück, habe ich ja gerade schon festgestellt. Und selbst wenn Rudy in einen Kampf verwickelt wird, dann weiß er sich zu verteidigen. Das soll also heute nicht unser Showstopper sein. Oh, der Raum, der nervt. Der ist voll schön vom Aufbau her, aber er nervt. Toll. Hey, man kann flüchten aus Kämpfen. Ich war jetzt gerade einfach mal derart hart demotiviert, dass ich das probiert habe. Und siehe da, es klappt, alles klar, dann flüchte ich jetzt ab sofort. Ich möchte nämlich immer noch Antworten haben. Und ich glaube, ich bin aber kurz davor, das Ding hier zu lösen. So, guck mal, da sind wir nämlich auch schon. So, und das Ding ist, wenn er jetzt auf den Schalter tritt, ja, dann tauschen die anderen ihre. Oh, perfekt. Perfekt, dann ist Cecilia nämlich auch in der Mitte, hat dann die einfachen Gegner und dann kann ich mit ihm mich jetzt hier... Oh, perfekt. Okay, ich bin gerade super erleichtert, dass mir das noch eingefallen ist und ja, alles cool. Ich finde meinen Frieden mit dieser Folge, das ist sehr gut und sehr wichtig, gerade für mich. So, dann können wir mal gucken, weil das Gebiet hier ist noch komplett neu. Bei allen anderen haben wir die Statuen ja gefunden. Diese Geheimzeichen, ich weiß, das senkt die Kosten nur für Jax oder auch für alle anderen Fähigkeiten. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, hier haben wir jetzt auch erschwerte Bedingungen, aber sollte mit einem Windmeister... Der hat jetzt nur zwei getroffen, ne? Das war blöd. Ja, habe ich jetzt schon wieder blind drauf verlassen. Dreimal der gleiche Gegner. Wird alles irgendwie eine Gruppe sein, aber Pustekuchen. Und das als jemand, der schon Dragon Quest-Teile noch und nöcher gespielt hat, ne?
Eigentlich ein Fehler, der mir nicht passieren sollte, aber egal. So, alle Kämpfe werde ich jetzt rausschneiden. Wenn ihr darüber traurig seid, dann schreibt mir das in die Kommentare. Hier wird es vielleicht auch Gegnerkonstellationen geben, die wir noch nicht gesehen haben. Aber ich glaube, es gibt Dinge, die brennen uns mehr unter den Nägeln, als jetzt hier verschiedene Gegnerkombinationen zu sehen, nicht wahr? Es sei denn, es kommt ein komplett neuer Gegner. Da seid ihr dann natürlich mit dabei. So, aber erstmal werden wir jetzt hier die ganze Türöffnungsschose durchgehen. Ey, diese Raidbuster, die sind schon so ein bisschen nervig. Das sind diese Viecher mit der Lanze, die so vier- oder achtbeinig sind, die so ein bisschen aussehen wie so, wie heißen die denn? Sind das nicht Zentaure, die so den Körper eines Pferdes haben und den Oberkörper eines Menschen? Ich glaube ja, vielleicht habe ich auch gerade einfach nur wieder komische Verwechslungsambitionen, Attitüden, whatever. Und das hier waren gerade drei von denen, ey. Guckt euch das an. 4500 aus einem Kampf. Aber der dauert halt dementsprechend auch. Und der ist relativ kostspielig, weil ich die ganze Zeit die Meteorsprünge hier vom Stapel lasse. Und das werde ich auch nicht ewig machen können. Aber wir gucken mal, wie lange das gut geht auf diesem Wege. Dürfen auch gerne mal wieder ein paar weniger Gegner kommen, damit ich vielleicht mal flüchten kann oder mich nicht so motiviert sehe, den Kampf auch stattfinden zu lassen. Hier bin ich jetzt gerade leider in einen Kampf reingeraten, wo Flucht die bessere Option gewesen wäre. Mit Rudy konnte ich hier nämlich reinfeuern. Ich habe mich jetzt hier nicht getraut, den Windmeister zu nehmen, weil ich, glaube ich, aus den vorigen Kämpfen auch weiß, dass der nicht ausreicht, um hier zu one-hitten. Das Blöde ist, ich bin jetzt deshalb in der Bredouille, weil diesen Crit hat er natürlich vorher gerade nicht gemacht, sonst würde es mir gesundheitlich jetzt nicht so schlecht gehen. Das Problem ist, der one-hitted einen von diesen Schleimgegnern nicht. Und das wurde mir gerade zum Verhängnis. Oder ich hatte einfach Pech mit dem Schadensoutput, das kann natürlich auch sein. Ist gerade gut, dass hier wenigstens ein paar Gegenangriffe kommen. Ja, jetzt auf einmal, weißt du? Jetzt, wo ich meine lieben Zuschauer wieder mit reinhole, tust du so, als könntest du es, Jack, weißt du? Aber lässt mich hängen, wenn gerade keiner guckt, ey. Das sind mir ja die Liebsten. So, ich muss mich jetzt einmal kurz präventiv mal heilen. Die haben wir auch noch nicht so lange. Die erste Notsituation, in der ich die Heilung gerade sehr gut gebrauchen kann. Gute finde ich auch, dass die Statuseffekte gleich mitgeheilt werden. Also richtig Premium, echt. Also dafür hat sich das echt gelohnt, in der letzten Folge nochmal zurückzugehen und das mitzunehmen. So, warte mal, jetzt weiß ich schon wieder gar nicht, weil der Kampf jetzt so dermaßen lange gedauert hat. Boah, ich muss mich jetzt, glaube ich, nochmal mit den Heilbären heilen. Weil ich beim nächsten Mal versuchen werde zu flüchten. Wie komme ich denn da hin? Achso, da muss ich wahrscheinlich Handpan wieder rüberschmeißen, oder? Das geht natürlich nicht von hier, alles klar. Dann machen wir das halt auf diesem Wege. Das hat dann irgendwie auch funktioniert. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, das klappt nicht. Das wäre irgendwie bitter gewesen. Und die Flucht, die klappt, Gott sei Dank. Ey, das waren gerade drei Gegner. Ich war mir nicht sicher, ob das hinhaut, aber es funktioniert. Sehr schön, damit ist er auch endlich da. Okay, so, jetzt müssen wir ganz schnell gucken, weil ich bin laut meiner Zeit schon völlig über der Zeit, aber ich glaube, für euch ist das alles noch voll im Rahmen. Das wird am Ende bestimmt wieder richtig gut aufgehen, alles. Jetzt muss ich hier nämlich gucken, dass ich die Statue erreiche. Ach Mist, und theoretisch müsste ich mit Rudy auch nochmal den ganzen Weg laufen, ne? Aber ich werde jetzt aus allen Kämpfen flüchten. Könnte sein, dass der Part dadurch so ein bisschen Überlänge hat, aber wenigstens habe ich das Ganze dann hier auch entknotet und das war mir jetzt am wichtigsten. Und der Weg ist nicht so lang wie bei Jack, weil wie gesagt, wir haben das ja hier alles schon freigelegt. Aber Cecilia wird jetzt diejenige sein, die dann auch gleich speichern kann, ne? Die kommt hier, glaube ich, durch den Speicherraum. Ja, cool. Ohne Hilfe habe ich das jetzt doch irgendwie noch hinbekommen. Das freut mich gerade so ein bisschen. Ich meine, das ist jetzt nicht der ultraschwerste Dungeon aller Zeiten so, aber ich glaube, wenn du hier unvorbereitet reingehst, dann kann das schon. Warte mal. Hier gab es gerade keine Heilmöglichkeit. Bin ich jetzt an dem Raum vorbeigelaufen? Ich glaube, das bin ich. Ich bin direkt in die nächste Tür reingelatscht, obwohl... Okay, wisst ihr was? Wir machen das jetzt anders.
Ich habe doch eine Idee, habe ich noch. Also eines, ich will jetzt hier einen sauberen Abschluss für diesen Part finden. Das ist gerade der Struggle, den ich habe. Und ich frage mich, wie der saubere Abschluss aussehen könnte. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich mit Rudy, wenn ich in dem Statuenraum bin, dass ich nicht direkt an die Statue rangehe. Ich glaube, dass dann die Story irgendwie eskalieren wird. Ich muss aber heute irgendwie gucken, dass ich beim Speicherpunkt aufhöre, weil ich heute jetzt auch die Session beenden muss und die Konsolen jetzt hier über die Feiertage nicht laufen lassen will und viel unterwegs bin. Also unterwegs im kleinen Rahmen, sage ich mal. Und so das ein oder andere organisatorische auf dem Schirm habe und die Konsolen einfach nicht anbleiben sollen. Das ist der Plan des Vision. So, guck mal, hier ist jetzt nämlich der Punkt. Und dann werden wir mit der guten Cecilia wieder zurückgehen. Ein paar Räumchen. Ich glaube, das war doch dieser Raum mit diesem riesigen Monolithen da in der Mitte, mit der Steintafel. Bin ich einfach nur dran vorbeigelaufen, ohne ein bisschen weiter südwärts zu gehen. Das war der hier. Gucke mal, ich habe mir was gemerkt. Ist das nicht toll? Das heißt, ich werde beim nächsten Mal direkt zu Beginn mit allen drei Charakteren mich an die Leuchtesäulen da stellen können. Und hoffe, dass dann was passiert. Und wenn mir dann das Spiel sagt, hier, guck mal, Nigoya, hier ist mein Mittelfinger, riech mal dran, so nach dem Motto, dann habe ich vielleicht doch nicht alles richtig gemacht. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall gerade ein gutes Bauchgefühl und hoffe, dass das alles irgendwie hinhauen wird, wie ich mir das denke. So, ja. Okay, das sollte es dann auch für heute gewesen sein, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich wie immer freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Macht es gut, habt schöne Feiertage. Ich weiß gar nicht, wann der Party online geht. Aber ja, das ist so mitten um die Osterzeit rum, ne? Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns demnächst dann in einem anderen Video sehen. Bis dann, tschüss.